Hey Mann, überall hörst du, wie wichtig es ist, über Sex zu reden. Aber was genau bedeutet das eigentlich? Und in welche Fettnäpfchen kann man dabei treten? Und wie verwandelst du ein interessantes Gespräch in den Sex deines Lebens? Das erfährst du in diesem Video. Hey, hier ist Sven von Männlichkeit stärken und ich gebe dir in diesem Video 6 konkrete Tipps, wie du besser über Sex reden kannst. Lass uns gleich losstarten mit Tipp Nummer 1. Scham zu haben ist okay. Wir leben in einer Gesellschaft, in der sexuelle Scham, in dem wir die alle haben. Ja, wir haben alle ein bisschen Ängste, vielleicht mal unsere wirklichen Bedürfnisse auszusprechen. Unsere wirklichen Fantasien. Wir verstecken uns, zumindest wir Männer, ganz häufig hinter irgendwelchen Pornobildern dahinter. Und es ist vollkommen normal, auch dass reale Kommunikation über Sex stockt und dass du Gedanken hast, oh, wie sage ich das? Und erstmal über drei Ecken versuchst zu sagen, was du eigentlich willst. Und das teilweise dazwischen, weil wir in der Kindheit so viel Scham indoktriniert bekommen haben, dass da so viele Ecken dazwischen sind, dass du eigentlich vielleicht auch gar nicht genau weißt, was du möchtest. Dass du gar nicht genau wirklich weißt, wie du gerne beschenkt werden möchtest und was für Geschenke du gerne geben möchtest. Es ist total normal. Das geht fast jeder Person so, die sich nicht intensiv mit ihrer Scham und ihrer sexuellen Scham beschäftigt hat. Du bist okay, wenn du dich für Dinge schämst oder wenn du Sachen nicht genau weißt. Tipp Nummer 2 ist, dass du in so einem Gespräch die richtigen Fragen stellst. Ich gebe dir aber mal ein paar Beispiele. Was war dein bester Sex bisher mit mir? Und warum war der so gut? Was war dein schlechtester Sex? Und warum war der so schlecht? Was erregt dich eigentlich? Wie kann ich dazu beitragen, dass du mehr Leidenschaft hast? Wo möchtest du gerne berührt werden? Und wie möchtest du gerne berührt werden? Das ist nicht zu unterschätzen, diese Frage. Was ist deine Lieblingszeit für Sex? Und gibt es irgendwelche Ideen und Fantasien, die du gerne mal ausleben möchtest? Das sind so ein paar gute Starter, um mal gut über Sex zu reden. Tipp Nummer 3 ist, rechne mit Widerständen. Bei dir und bei ihr. Das ist vollkommen normal, weil halt in der Scham so viel Angst steckt und Angst wird immer von Selbstsabotagemechanismen in ihrer Position gehalten. Dass alles passiert an Abwehrmechanismen, was es gibt. Von teilweise Wut, von teilweise Amnesie, dass Leute vergessen, so, ah ja, wir wollten ja darüber reden, ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm. Von einer vollkommenen Unbewusstheit, eigentlich weiß du oder die Person so, was eigentlich ihre Bedürfnisse sind. Und dann so, die können das nicht ausdrücken, weil alles zumacht. Das ist vollkommen normal, dass es holprig laufen kann. Tipp Nummer 4 ist, verurteile sie nicht und verurteile dich selber nicht. Sex ist was sehr, sehr Tierisches. Je mehr wir unseren Kopf dabei ausschalten, desto besser wird er in der Regel. Ich kenne so viele Frauen, die voll top sind, ja, die einen geilen Job haben, die durchs Leben gehen, selbstbewusst sind und auch durchaus sehr dominant sind, aber im Bett es einfach lieben, dominiert zu werden. Und daran, das hat nichts damit zu tun, dass sie generell als Frau gerne dominiert werden möchte. Und genauso kenne ich Männer, die sagen, hey, seitdem ich akzeptiert habe, dass ich es geil finde, wenn mich meine Frau dominiert, haben wir den besten Sex unseres Lebens und eine total tolle Beziehung. Ja, so viele Männerbilder werden da draußen gestrickt, von wegen, als Mann musst du immer dominant sein. Und wenn du derjenige bist, der im Bett mal den Arsch versohlt bekommt, dann bist du kein Mann mehr und anderen Blödsinn, die wirklich viele Männer unglücklich macht. Und ich habe, wie gesagt, so viele Männer kennengelernt, die sich diesen Bullshit mal aus dem Kopf rausgeballert haben und seitdem einfach wirklich glücklich sind. Also verurteile dich nicht, verurteile sie nicht. Deine Sexualität darf in dir lebendig sein. Tipp Nummer 5, habe Grenzen. Ja, wenn dir Blowjobs extrem wichtig sind und diese so unbeschreiblich gerne genießt, aber sie will deinen Penis nicht in den Mund nehmen. Wenn du eine lebendigere Sexualität haben möchtest und mit ihr darüber reden möchtest, aber sie sagt so, nee, über Sex rede ich nicht, dann mach dir klar, wenn du vom Verhandlungstisch aufstehst, mach dir klar, was deine Grenzen sind. Denn da draußen gibt es Frauen, die geben unbeschreiblich gerne Blowjobs. Draußen gibt es Frauen, die können sich Stunden über Stunden mit dir über Sex unterhalten. Und du musst dir überlegen, was ist okay, wo passt einfach die Sexualität mit deiner Partnerin nicht zu 100% und das ist vollkommen normal.
dass du vielleicht Bedürfnisse hast, wo sie absolut das nicht will und wo du deswegen nicht die Beziehung in Frage stellen musst oder sonst irgendwas. Aber ich habe auch viele Männer kennengelernt, die wirklich in einer Beziehung bleiben, in der sie extrem unglücklich sind, in der Hoffnung, dass sie dann vielleicht doch mal alle Jubeljahre ihnen oral verwöhnt. Wisse genau, was ist dir wichtig in einer sexuellen Beziehung zu einer Frau und habe da auch Grenzen. Tipp Nummer 6, hol dir Hilfe. Was das Thema Sex angeht, da ist ja eh schon genug Scham dabei, genug Selbstsabotage mit dabei. Dann geht es noch in das Thema Beziehung, wo auch jede Menge Projektionen in uns ablaufen. Das ist der Wahnsinn, wie sehr wir glauben, in einer Beziehung halbwegs objektiv zu sein und wie oft dann doch eigentlich eine andere Wahrheit näher an der Realität ist. Diese Wahrheit aus sich selbst oder aus einem sich gegenseitig projizierenden Beziehungssystem zu erkennen, halte ich für echt schwierig. Und womit ich echt gute Erfahrungen gemacht habe, persönlich, aber auch als Helfender, ist, dass du dir Hilfe von außen holst. Dass du dir mal mit jemandem redest, wie sieht es denn in deiner Beziehung wirklich aus? Ja, das heißt Paartherapie oder Paarcoaching. Und auch vielleicht wollen wir einfach mal miteinander reden und einfach mal darüber reden, wie sieht es denn gerade bei dir in deiner Beziehung aus? Und können wir daran etwas ändern? Hol dir Hilfe, wenn du da alleine nicht weiterkommst oder wenn du einfach mal nur einen Blick von außen brauchst.